zum weiteren Ablauf. Also jetzt kommt eine Podiumsdiskussion, in dem die drei Referenten und ich selbst auch mich bemühen, einen deutsch-griechischen Dialog zu führen zu den sehr komplizierten Fragen, die eben lange sowohl in Deutschland vor allen Dingen, aber in anderer Form auch in Griechenland nicht offen besprochen wurden oder auch nicht bekannt waren. Und wir wollen näher kommen, um welche Themen es sich da handelt und vielleicht auch, warum diese Themen gerade nicht in die Öffentlichkeit, ins Öffentliche, auch ins kollektive Gedächtnis geführt sind. Und dann weiter überlegen, was daraus folgt für die zukünftige Bearbeitung. Jetzt bitte ich die, ich habe hab verstanden, dass wir jetzt Englisch und jetzt wird an der Diskussion teilnehmen Herr Leon Saltil, den ich hiermit vorstelle. Er wird auch das dann einleiten. Und er ist Mitglied des Zentralrats der Juden in Griechenland. Er ist Politologe und Historiker, hat bei der UNO-Kommission für Menschenrechte in Genf gearbeitet und gegenwärtig arbeitet er an der Universität von Genf. Und ich möchte jetzt schon ankündigen, dass er abschließend den Schlussvortrag hält. Den Schlussvortrag, der sich darauf bezieht, das jüdische Leben heute vorzustellen, in Kontrast zu früher und auch Entwicklungen, die stattgefunden haben in den letzten, sagen wir, 20 Jahren, ihnen bekannt macht. Also das kommt noch, das ist dann wirklich der Abschluss. Und dazwischen, wenn die Zeit erlaubt, kommt eine kurze Phase, wo das Publikum sich beteiligen kann. Aber ich möchte in keinem Fall, dass die Zeit vergangen ist, ohne dass dieser Schlussvortrag noch wirklich in der vorgesehenen Zeit, das hat Vorrang, stattfinden konnte. Ja. So. Nach der Rückkehr, die wenigen, die zurückgekehrt sind in Thessaloniki, er wird darüber kurz sprechen und dann zur heutigen Situation. Und das ist dann der Rahmen, in dem wir die Podiumsdiskussion gestalten wollen. Thank you very much. I'm very sorry I don't speak German, so I will speak in English to be able to have as many of you be able to understand me. So I will also try to speak slowly so more understandable to all of you. And since I just take the floor, I want to thank the Museum of European Cultures, the Bell Foundation in Greece, as well as Respect for Greekland for organizing this great event, and all of you for coming tonight. It's true, all the great things we heard in Maria's presentation about the very glorious Jewish community of Thessaloniki, and unfortunately, as Tobias described, how this community was almost wiped out during the Nazi occupation. Very few survivors returned to the city. There are more or less three categories of survivors. People who were hiding in Greece. People, as Tobias also said, who were fighting with the communist partisans in the mountains. And those who returned from the concentration camps. But all of them, regardless of what happened to them and of the different pains that they have to face based on their experience during the war, they all had to come back to a city that wasn't as friendly as they thought it would be. Don't forget that their properties were stolen and was given to custodians, to people who would administer them. And many of them were not particularly happy when they saw the people who survived to come back and claim back some of these properties. I will speak in more detail in my presentation at the end of the event. But I want to say that these difficult years of the first years after the war and the reconstruction of Greece and the Jewish community that was at the same time with the Greek Civil War. As you know, it was a civil war that followed
the Nazi occupation, the German occupation. So it's two big wars, one after the other. When the whole of Europe was reconstructing, Greece was in a war still. But I want to say that in the last few years, there have been a lot of progress in the memory of the Holocaust in Greece. There is a lot of progress in German, Greek, and Greek-Jewish-German relations, and I will be happy to speak about it more in detail and, of course, in the discussion. Thank you very much. Maria, do you want to add about the situation, the political situation? In the post-war? Yeah, please. In the post-war? Yes, add some information. Of course, of he course. Mentioned already, but add some information. Yes, and I'm also sorry for my weak German, and for this reason I couldn't speak in German. As Leon already mentioned, post-war Greece had a civil war for 1946-1949. Afterwards, after the victory of the right, many of the previous collaborators became up to the power again. So the memory of the city, the public discourse on what happened during the 40s, during the war, it was really in silence. I mean, till the 80s, the national narrative about what happened during the 40s was that all civilians fought against the Germans, the Nazism. There were no collaborators, all Greek people helped Jewish people during the Holocaust, and it was only after 1980 that a discussion started about resistance and what was the resistance in Greece? EAM, as Tobias earlier said, mainly. After that period started a public discourse and also historiography to work on collaborators and collaboration in general and what was happened with that. About the Holocaust also. If we want to understand the silence in public discourse, in historiography, after the war in Greece, we have to realize the political situation, what was the main narrative and what was the causes of the of this silence and why that changed after the 80s and the real democracy in Greece. Ja, vielen Dank. Ich verlasse mal ganz kurz meine Rolle als Moderatorin und möchte ein paar Sachen ganz kurz in Erinnerung rufen, die Sie alle kennen, die deutlich machen, dass es dasselbe Schweigen bei uns gab, damit wir hier nicht so den Eindruck gewinnen, das wäre ein griechisches Problem gewesen. Das war genauso ein deutsches Problem, das war auch in anderen Ländern. Und wenn erwähnt wurde, dass die Zurückkehrenden unfreundlich empfangen wurden, dann ist das genau in Deutschland passiert, in Polen noch schlimmer und in allen anderen Ländern auch. Also es wäre ganz falsch, das jetzt als was nur Griechisches zu verstehen. Das wäre völlig falsch. Und deshalb rufe ich Dinge in Erinnerung, die zeigen, was bei uns war. Recht kurz. In der Geschichtsdidaktik zum Beispiel, also wie man Geschichte lehrt, gab es bis 1959 insgesamt nur 6 Titel,
die sich mit Nationalsozialismus beschäftigten. Ja? Dann erinnere ich daran, wie hier der Josef Wulff gekämpft hat in Berlin, dass das Haus der Wannsee-Konferenz eingerichtet wurde. Er hat gekämpft von 1965 bis 1972. Er hat es nicht erreicht, obwohl er Unterstützung von Teilen der Gesellschaft hatte. Der Senat Berlin bestand darauf, dass das ein Schullandheim bleibt, obwohl es amerikanische und andere Sponsoren gegeben hätte, ein Schullandheim noch außerdem zu errichten. Er nahm sich dann aus Verzweiflung 1974 das Leben. Dann ist die erste Forschung zur jüdischen Geschichte, die relevant ist, relevant, das heißt, es gab Tupfer, ist wird tatsächlich erst in den 70er Jahren und wesentlich von Hans Mommsen erfolgt. Ja. Und genau wie in Griechenland gab es dann diesen Umbruch 1980, um 1980, hier ganz stark durch Lokalgeschichte, durch Laienforschung, durch Leute, die die jüdische Verfolgung vor Ort nah an sich rankommen ließen und wissen wollten, welche Bürger waren das und so weiter. Das ist ganz neu 1980 angefangen, das muss man sich mal klar machen, genau wie dort. Ich bin in Heidelberg aufgewachsen, da waren 1975, ich habe es aber gar nicht gemerkt, noch auf da, wo früher mal die Synagoge stand, ja, ein Parkplatz, 75 noch, ja. Und das hat die Leute, ja, die waren im gewissen Sinn nicht aufgewacht. Die wollten es nicht wissen. Darüber kann man dann überlegen, warum. Und als allerletztes, die Topografie des Terrors war ein Jahrzehnteprojekt, was auch angestoßen wurde von Leuten, die mit Spaten und so weiter, da waren auch damals Grüne von der AL noch dabei, erstmal ein bisschen gegraben haben und freigelegt. Das war ein Autodrom, also da lernte man fahren. Das war das ganze Gestapo-Gelände und so weiter, war nicht im Bewusstsein und wurde auch nicht irgendwie genutzt oder entdeckt als Ort, wo man was versteht, wo man was lernt. Das dauerte dann ganz schön lange, nämlich ja, praktisch bis 2012. Der große Schritt hier war zweifellos, ich sehe das so, dass 2005 das Denkmal für die ermordeten Juden Europas im Zentrum Berlin eingerichtet wurde. Das war ein symbolischer und realer Akt. Er ist ganz wesentlich Lea Roos zu verdanken. Aber mir war wichtig zu betonen, dass dieses Nicht-Wissen-Wollen und dieses Schweigen im Land der Täter genauso war. Ja. So, jetzt nehme ich wieder meine Rolle als Moderatorin und behalte sie dann auch für den Rest des Abends, glaube ich wenigstens. Auf alle Fälle. Ich möchte jetzt gerne den Tobias Blümel bitten, dieses Phänomen des Nachkriegsantisemitismus in Griechenland und möglicherweise auch hier genauer zu beschreiben, als wir es bisher in den kurzen Vorträgen gehört haben. Also das Phänomen des Nachkriegsantisemitismus ist zumindest meinen Forschungen zufolge eigentlich auch ein Phänomen des Vorkriegsantisemitismus. Da gab es keinen großen Bruch, ehrlich gesagt, innerhalb des antisemitischen Diskurses, so weder in den Argumentationsfiguren noch vor allen Dingen im Rahmen der Akteurinnen und Akteure. Also es waren meistens, um es halt nur zu sagen, eher Männer, die das solche Ansichten artikuliert haben. Antisemitismus oder beziehungsweise halt vor allen Dingen halt religiös motivierter Judenhass im Kontext mit einem so mitunter biologisch aufgeladenen Nationalismus, der das Hellenentum als zivilisatorische Leuchte sieht, die gen Osten scheint. Ne? Man muss halt die Anführungszeichen, so äußern sich da diese Lexiker, Barbaren, erstmal zivilisieren. Solche Argumentationsfiguren finden sich sowohl 1936 als auch 1949. Das ist nichts Unübliches und es ist vor allen Dingen dann auch nach 1944 gesetzt im griechischen Fall und auch nach 1949 nichts Unübliches. Der Antisemitismus in Griechenland war im Gegensatz zum Deutschen nie exterminatorisch.
Er war diskriminierend, er war stigmatisierend. Maria Cavalla hat etwas über den Antisemitismus, der in Thessaloniki zu der Zeit auch gesagt, dass Juden beispielsweise in bestimmten Bezirkslokalen halt nur gewählt haben, um sozusagen halt ihre politische Stimme herauszuheben. Das alles gab es dann nach 1944, sprich 45 nicht. Griechenland war im Gegensatz, zumindest auf dem Papier, zu vielen anderen europäischen Ländern eine der ersten Länder, die ein Restitutionsgesetz verabschiedet haben, zum Beispiel 1947. Das Ganze dauerte bis 1949, bis es überhaupt in Kraft war. Es wurde der Zentralrat der Juden Griechenlands 1945 gegründet, auch per Gesetz als Körperschaft des öffentlichen Rechts und damit sozusagen als, als Institution, also als Staatsinstitution, unterstand er dem Bildungsministerium, dem Ministerium für Bildung und religiöse, nationale Bildung und religiöse Angelegenheiten. Die Juden wurden erst, oder die jüdischen Organisationen in Griechenland wurde eigentlich erst nach der Shoah zu einem Staats, also zu einem Teil des griechischen Staates. Davor waren das die einzelnen Gemeinden, die kein gemeinsames Vertretungsorgan hatten. Nachkriegsantisemitismus ist immer relativ schwierig, denn der Krieg ging ja eigentlich tatsächlich bis Anfang der 50er Jahre. In der griechischen Wahrnehmung und der kollektiven Erinnerung ist die deutsche Besatzung sehr stark verblasst. Denn es wird, das, was erinnert wird, ist der Bürgerkrieg, der einen sehr umfassenden Teil der griechischen Erinnerungskultur halt einnimmt, sodass, wie meine Kollegen ja auch schon erwähnt haben, dass das Holocaust, Shoah überhaupt erst in den 90er Jahren in Griechenland tatsächlich erst angefangen wurden von Historikerinnen und Historikern untersucht zu werden. Der Bürgerkrieg überschattete das, auch die gesamte griechische Nationalhistoriografie drehte sich eigentlich bis 1974 nur um die Sicht der Rechten. Nach 1974 änderte sich das, vor allen Dingen dann ist ein historiographical turn nach links zu beobachten nach der Wahl von Papandreou 1981 und man hat das mit einem Boom zu tun von linker Erinnerungsliteratur über den Bürgerkrieg. Das überschattete natürlich eine Auseinandersetzung oder ein kritisches Hinterfragen mit der Shoah und auch Teil der eigenen Verantwortung eben, der Kollaboration und dergleichen. Und es problematisierte auch auf der anderen Seite eine kritische Auseinandersetzung mit den eigenen griechischen Traditionen der Judenfeindschaft. Mit den eigenen und auch sowohl religiösen als auch nationalistischen Traditionen der Judenfeindschaft. Und vor allen Dingen eben eine kritische Auseinandersetzung mit dem Einfluss der griechisch-orthodoxen Kirche auf das griechische Bildungssystem. Ja. Wenn Sie sich, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier reden soll, aber wenn du, aber lassen Sie mich noch einen Satz, zum Nachkriegsantisemitismus. Das hört sich immer so gewaltig an. Es ist meistens in Griechenland, es ist viel Gerede und wenig Aktion. Im Gegensatz zu Deutschland, da folgen diesen fürchterlichen Worten auch diese menschenverachtenden Taten. Die orthodoxe Kirche Griechenlands, beziehungsweise nicht als Institution, sondern eigene Vertreter, mögen sie auch nur in untergeordneten Positionen gewesen sein oder manchmal sind es auch Metropoliten, die judenfeindliche Schriften publizieren. Es gab sie immer, es gibt sie nach wie vor immer noch, aber ihr gesellschaftlicher Einfluss schwindet. Und das ist sehr angenehm, denn wenn Sie sich einmal so ein Heftchen, was Sie dann auch vor auf einem Kirchenbasar da mal so lesen können und es für 50 Cent da so angeboten bekommen, das ist sowas wie das Schweizer Urteil aus dem Jahr 1934 über die Protokolle der Weisen von Zion schon sagte, Schundliteratur. Ja, und das Ganze ist natürlich dann durch
ne, klerikalen Bereich durchsetzt mit Aphorismen zu Satan, Teufel, Weltverschwörung und jüdischer Geheimmachenschaft, alles mit, dann noch mit Neuen Testamentstellen untermauert, Johannesevangelium und etc. Aber das sind alles, ja. Aber auf die 60er Jahre müssten wir einmal zu sprechen kommen, vielleicht haben die Kolleginnen da auch was zu sagen, denn ab den 60er Jahren hat man tatsächlich antisemitische Parteien in Griechenland, die sich deren Wurzeln, also die augenblickliche Krise ja wie geht jetzt, geht auf die 60er Jahre zurück. Warum geht sie auf die 60er Jahre zurück? Was war das Ergebnis der 60er Jahre? Und ja, das wäre mal eine ganz interessante Auseinandersetzung. Ja. Mir wäre wichtig, dass wir noch kurz auf die Strafverfolgung zu sprechen kommen. Sowohl in Griechenland wie in Deutschland. Man kann es sehr kurz zusammenfassen. Wie war die Strafverfolgung der Täter in Griechenland? After the war, there were the first, immediately after the end of the war, there were the first trials of collaborators. And don't forget that Greece was divided into three occupation zones. It was the Germans, but also it was the Italians and the Bulgarians. So there were trials of Greeks who were accused of having been collaborators with either the Bulgarians or the Italians or the Germans. Very few cases, very few cases concerned Jews. Most of them were for political or economic matters, but also maybe it could also be personal issues. People used these trials to attack people they didn't like personally. In those early years, there is also a trial in a Greek court in Thessaloniki of Jewish collaborators, of a handful of people, three, four people, who were accused of helping the Germans with the Holocaust. And also there was a trial in Crete about a German officer, about things that happened in Crete. But really, the post-war trials were few and little, and most of them led to acquittals. There wasn't really justice. The thing that really shook the Greek political life was the trial of Max Mertin in 1959. Mertin, he was in charge of civilian affairs in Thessaloniki. He returned to Greece in 1957. He was arrested in the office of the Greek prosecutor, and he was put in trial in a military tribunal in 1959. The trial really shook Greek political life. The Holocaust was part of the charges against Mertin. And at the end of a trial where the most of the elite of the city, the Christian elite, came to his defense, and the Jews came to testify what they went through during the Holocaust, the court condemned him to 25 years in jail. But soon thereafter, under pressure from Germany, he was released. He was sent back here to Germany. Greece got economic reparations, got a big amount of money, got a substantial amount of money from the then German government. And also Greece signed a law that it won't pursue any more cases of German war criminals. And this law was only repealed a few years ago, when of course all of them are dead by now. So that is to say that it hasn't been really justice on these issues. Not about the Jews, not about the Greek Christians who suffered. And the only person who you can say got in jail for a year and a half is Mertin. But most of the people who, the officials, the Greek officials at the time, because of the civil war, they somehow
got baptized as citizens of the first caliber. Wie sah das in Deutschland aus? Naja, die Alliierten führten die ersten Prozesse. Also beispielsweise einer der Haupt, also die Alliierten führten die Prozesse hier. Es gab hier so etwas wie die kritischen Juristen, gab es noch nicht. Und die Alliierten führten hier die ersten Kriegsverbrecherprozesse. Wie bitte? Lauter. Lauter. Ja, okay. So etwas wie kritische Juristen, die hier einen Prozess gegen Kriegsverbrecher angefangen hätten, gab es natürlich nicht. Deutschland befand sich, beziehungsweise Deutschland hatte kapituliert, befand sich unter alliierter Besatzung und dementsprechend wurden aber auch nicht einfach Todesurteile gesprochen, sondern es wurden Prozesse geführt unter alliierter Regierung. Das waren halt die Kriegsverbrecherprozesse, die ersten wichtigen Kriegsverbrecherprozesse gegen die Hauptangeklagten. Die tatsächlich erste Initiative, das war deutsche Initiative, deutsche eigenständige Initiative, das waren die Auschwitz-Prozesse, die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, die kamen erst relativ spät. Die waren aber auch nur auf Initiative eines Juristen zurückzuführen, von Fritz Bauer und einem seiner Staatsanwälte. Und das war sozusagen halt der erste tatsächlich deutsch initiierte, wenn Sie so wollen, Prozess. Beziehungsweise die Prozesse und die Folgeprozesse. Was zum Beispiel, also um das jetzt zeitlich abzugleichen, einigermaßen sind die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, da sagte zum Beispiel Dieter Wislizeni, der wurde gefangen genommen in Österreich und vor Gericht gestellt, der sagte dann aus und er belastete Merten dann ganz schwer, aber wie alle Nazis haben sie sich dann gegenseitig alle belastet, um sich selbst zu entlasten. Und auf diese Aussagen konnte man halt auch irgendwie nicht viel lassen. Man sah das beim Eichmann-Prozess. Ja, das mit dem Brunner kommt auch noch, aber das ist dann später und das führt dann halt auf das, was Leon Saltiel gesagt hat, auf eine Gesetzeslage zurück. Aber ich bleibe noch ganz kurz bei dem Satz das in Deutschland und dann. Also Wislizeni bei der Aussage vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal belastete sowohl Merten als auch Brunner natürlich ganz furchtbar schwer. Das half ihm natürlich halt nichts. Er wurde 48 nach Bratislava, die Tschechoslowakei ausgeliefert und 48 in Bratislava hingerichtet. In Griechenland. Griechenland, das erst 1952 den Kriegszustand mit dem Deutschen Reich beendet hatte. Deswegen sage ich, der Krieg ging eigentlich bis 1952, beziehungsweise der Bürgerkrieg und die letzten bürgerkriegsähnlichen Zustände in Griechenland endeten eigentlich erst 51, 52, gab immer wieder Scharmützel. Die Geschichte über die Normalisierung deutsch-griechischer Beziehungen geht eigentlich auf diese Zeit der Adenauer-Administration zurück, in der unter anderem halt auch der Kommentator der Nürnberger Rassegesetze saß, Hans Globke. Und Sie müssen sich vorstellen, dass dieses Kabinett Adenauer natürlich im Kontext des Ost-West-Konfliktes und als wieder aufstrebende Industrienation mit amerikanischer Unterstützung gegenüber dem Griechenland, was sich gerade aus einer Geschichte von Besatzung und anschließendem Bürgerkrieg, auch einem stellvertretenden Bürgerkrieg zwischen Ost und West, muss man halt auch dazu sagen, erholt hat oder gerade dabei war, sich zu erholen, und mit einem Kabinett in Athen etwas zu tun hatte, was natürlich alles andere als liberal, links oder dergleichen war, sondern das waren ja, wie soll man sagen, Rechtskonservative und hätten eigentlich der Adenauer-Administration, oder die Adenauer-Administration hätte das eigentlich wissen müssen, wusste es aber nicht, die Adenauer-Administration machte erheblich Druck und sollte die Kriegsverbrecherflagge relativ schnell gelöst haben, weil es doch sehr viele Kriegsverbrecher auf griechischen Listen des griechischen Kriegsverbrecherbüros, was 1945 schon gegründet wurde, diese Namen standen.
da. Und man wollte halt die Normalisierung dieser Verhältnisse. Man machte halt Druck, man drückte mit Wirtschaftsabkommen und damit, als einem dann das nicht gefiel, dann waren das Tourismusboykotts und dergleichen. Die griechische Seite ließ sich das natürlich nicht so richtig gefallen, obwohl der Merten an sich ist einfach nur ein zufälliger Fang im Netz gewesen. Als die Alliierten Merten am 1945 festgenommen haben und er in Internierung war, bot man Merten der griechischen Seite an und Herr General Ypsilantis verwehrte sich für Merten und sprach von den hervorragenden Diensten, die Merten für die Griechen geleistet hätte. Jetzt wurde Merten sozusagen zum Politikum. Man hat ihn in Griechenland dann festgehalten. Das war auch alles etwas unglücklich gelaufen, weil der Haftbefehl lief irgendwie noch. Und obwohl man verhandelt hat, es gab eine Note der Botschaft, die blieb aber unbeantwortet. Deswegen hatte die Athener Staatsanwaltschaft gar keine andere Wahl eigentlich, als ihn festzunehmen. Dann haben sie ihn festgenommen und es wurde der Prozess gegen ihn gemacht, aber im Zuge eben der Anklageerhebung war eben nicht der Holocaust-Anklagepunkt, sondern halt Bereicherung und dergleichen. Also für den Holocaust wurde er auch dann nachhinein freigesprochen. So, ich belasse das jetzt eigentlich dabei, weil es geht um ein Gesetz und ein Dekret, von dem halt Leon Saitier gesprochen hat. Das eine und beides zusammen ist die Amnestie von, um es ganz genau zu sagen, in Griechenland von deutschen Staatsbürgern verübten Kriegsverbrechen. Das griechische Amnestiegesetz war, wie auch, wie er richtig auch sagte, bis 2010 in Kraft. Und dieses Amnestiegesetz wurde gegenüber dem Zentralrat der Juden Griechenlands grundsätzlich als Argument benutzt, keine Auslieferung des Kriegsverbrechers Alois Brunner aus Syrien, wo er sich hin mit Hilfe der BND-Vororganisation Gehlen geflüchtet hatte, die Auslieferung zu verlangen. Und dieses Argument wurde sowohl von rechtskonservativer als auch von sozialistischer Seite immer wieder wiederholt. Die Antwort, die eine der bedeutendsten Antworten aus dieser Zeit war, auf die Frage des den Holocaust überlebt Habenden, und zwar mit Hilfe nicht-jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, Andrea Sefica aus dem Jahre 1997. Es ist ein ethisches Thema, ich zitiere, es ist ein ethisches Thema, an das keine ökonomischen oder utilitaristischen Maßstäbe angelegt werden sollten. Für die griechische Regierung ist es eine Frage der Ethik, inwiefern sie sich für das Schicksal ihrer 50.000 Kinder tatsächlich interessiert. Die Antwort des damaligen Justizministers war die gleiche wie die von Jahrzehnte zuvor. Es ist nicht opportun, dieses Thema wieder auf den Tisch zu bringen. Okay. Deutsch-griechische Freundschaft. Danke. Es sind so viele Themen. Wir haben uns auch zum Teil auf viele Themen noch vorbereitet. Aber es war schon von Anfang an klar, dass man nur einige wird ansprechen können. Unter denen, die aus meiner Sicht angesprochen werden sollten, ist eben das Thema, welche Entschädigungen, Reparationszahlungen oder andere Formen der Wiedergutmachung hat Griechenland bekommen. Und das ist gar keine Frage, ich übernehme jetzt diesen Part, weil wir müssen gleich aufhören, es ist gar keine Frage, dass Griechenland ganz besonders wenig bekommen hat und dass die wieder neu aufgeworfene Forderung, die auch eine alte ist, aber wieder stärker ins Bewusstsein gekommen ist, sehr, sehr viel Berechtigung hat. Wir haben uns jetzt zusammengesetzt in einem Arbeitskreis von Respekt für Griechenland und haben vier Punkte zusammengestellt, von denen wir denken, sie könnten heute noch, sollten heute noch, und zwar sehr schnell, in Angriff genommen werden. Wir haben dabei berücksichtigt, dass die deutsche Regierung
bis auf Weiteres, ist zumindest unsere Einschätzung, nicht bereit sein wird, auf die ganz große Frage der Reparationen einzugehen, sondern wir haben Punkte herausgestellt, die entweder singulär sind, dass es dann eben nicht Präzedenzfälle sind, ja, singulär sind und die unterhalb einer rechtlichen Regelung, das sind Rückzahlungen, das ist auch der Zwangskredit, von dem viele schon gehört haben, die Rückzahlung des Zwangskredits, das würde mit keinem, sagen wir mal, Prinzip, von dem wir denken, die Bundesregierung wird es nicht durchbrechen, in Konflikt geraten. Das Zweite sind, dazu gehört auch die Rückzahlung des Lösegeldes, davon wurde gesprochen, in Thessaloniki, um die Zwangsarbeiter freizukaufen, die dann kurz danach auch in den Tod geschickt wurden. Dazu gehört aber auch, dass man nochmal guckt, wie man den sehr zerstörten Dörfern, die heißen in Griechenland Märtyrerdörfer, der offizielle Name, wie man denen in zeitangemessener Form für eine nachhaltige Entwicklung behilflich sein kann und auch die Renten der dortigen Personen, die noch leben, es werden nicht mehr viele sein, es kommt viel zu spät, einen Zuschuss, eigentlich eine Beihilfe zu geben. Solche Beihilfen gibt es für jüdische Verfolgte. Die Claims-Konferenz hat da ungeheure Verdienste, die hat alle möglichen Druck ausgeübt und hat erreicht, dass die jüdischen Verfolgten überall in Europa und auch in anderen Ländern eine Beihilfe bekommen. Also auf keinen Fall wollen wir da was ausspielen. Die Falle, die gibt es, aber die dürfen wir nicht tappen. Aber gleichwohl meinen wir, es ist eine vernünftige Forderung, dass die vermutlich nur noch wenigen Überlebenden dieser Massaker, von denen ja geredet wurde, auch eine Beihilfe zum Lebensunterhalt bekommen. Dieses Papier können Sie nachher am Ausgang, wird es Ihnen angeboten, mitnehmen. Und wenn jemand im Raum ist oder vielleicht auch mehrere im Raum sind, die mit uns zusammen an diesem Thema bleiben wollen, dann gibt es da eine Mailanschrift, über die Sie Kontakt aufnehmen können. Und wenigstens Respekt für Griechenland hat beschlossen, wir waren schon länger am Thema, aber haben beschlossen, wir wollen jetzt an diesem Thema bleiben und zumindest diese Thematik mit in die Öffentlichkeit tragen und unsere Position auch öffentlich machen, in der Hoffnung, dass andere mitziehen, damit sich da noch mal was bewegt. Danke.